Und Epic, von hier oben können wir definitiv nicht das 1-Dollar-Hotel sehen. Das ist Ja, einfach ganz immer noch bisschen da, wenn du hier. springst. Stimmt, Oh, das sieht super, super stimmt! hässlich Oh, das aus. sieht nicht schön Besteht komplett aus. aus Erde und ist absolut nicht schön. Also das Hotel, das muss einfach weg. Nicht nur Ja. das Hotel nervt mich mittlerweile, sondern auch der Hotelbesitzer. Beim Das letzten Mal stimmt. haben wir versucht, ihn ein bisschen zu trollen. Ich habe mich einfach als Gast ausgegeben, habe seine kompletten Betten von den einzelnen Zimmern geklaut. Generell, ich habe auch noch Ratten hinplatziert. Ich habe ein bisschen Chaos angerichtet. Ich glaube, Ratten und Rotten Flakes sind auf jeden Fall auch noch in der Küche vorhanden. Das Oh, stimmt. und der wollte einfach nicht weg. Ich habe einfach mit dem Gesundheitsamt gedroht und ihm war es egal. Das Aber stimmt. das Gesundheitsamt würde, wenn die das sehen würden, das Hotel einfach schließen. Ein Dreckhotel mit Ratten, mit toten Ratten, gebratenen Ratten. Also, das kann definitiv nicht sein. Okay, also, ich würde sagen, wir kümmern uns heute unbedingt darum. Hey, und habt ihr eine Idee bezüglich des neuen Hotels neben uns? Ja. Du musst das Gesundheitsamt anrufen. Sie müssen das schließen. Ja, Sie würden das zu 1 Million% schließen. Du musst da irgendwie anrufen. Ihr wollt das Gesundheitsamt einschalten. Interessant. Ja, bitte, komm, wenn die kommen, dann würden die safe sagen, das ist alles unhygienisch. Das ist kein Maßstab, der irgendwie hier gut ist. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Ich meine, ich könnte dort anonym anrufen. Vielleicht kommt heute dann jemand direkt vorbei. Das wäre sehr gut. Bitte ruf anonym an. Einen Moment, ich rufe an. Perfekt. Und ich sehe hier auch schon den Gärtner. Der Gärtner hat uns ja erst auf den Trichter gebracht, hier den ein bisschen zu trollen. Also erstmal hello. Hey, sag mal, konntet ihr ihn etwas trollen? Es hat mehr oder weniger gut geklappt. Ja, ein Also, bisschen. wir haben geguckt, dass wir irgendwas machen können, aber wir haben noch einen anderen Plan, der das Gesundheitsamt ein bisschen mit einbezieht. Wir gucken mal, vielleicht schaffen wir ihn so irgendwie weg. Oh, okay, verstehe. Dann hoffen wir mal, dass wir das Hotel so wegbekommen. Definitiv. Okay, Ja. hast du angerufen? Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Okay, ein Mitarbeiter kommt heute vorbei. Ich habe von schrecklichen Zuständen gesprochen. Hoffen wir, sie schließen das Hotel. Also, ganz ehrlich, Leute, guckt euch das Hotel an. Das sind schreckliche Zustände. Das stimmt. 1 Million% Erde, Dreck. Die haben Und ja nicht mal. Ratten. Stimmt, Ratten, die haben jetzt ja auch keine Hotelzimmermöbel oder sonstiges. Ah, ja, da müssen wir echt mal schauen. Wo ist eigentlich der Besitzer? Ist er draußen wieder? Ich Oder bin mir nicht drin? ganz sicher. Ich sehe ihn hier auf jeden Fall in der Rezeption schon mal nicht. Ja, das wird Ist er schön oben geschlossen. drauf? Das Ich wird weiß safe es nicht. richtig schön Ja, geschlossen. das Ah, stimmt. und dann haben wir unseren Seelenfrieden. Dann will auch niemand irgendjemand unsere Grundstücke oder sonstiges. Was steht der denn Was da? macht ihr hier bei uns? Hey, Moment mal. Können wir dir irgendwie helfen? Hey, Hallo. hallo. Ja, hi, was machst denn du hier? Kann mir helfen, du bist bei unserem Hotel, ne? Das ist dir schon bewusst. Ich gucke mir mein zukünftiges Hotel an. Was soll das denn Das ist nicht bedeuten? dein zukünftiges Hotel. Pass mal bloß auf. Wir haben gehört, das Gesundheitsamt soll vorbeikommen Ja. und dein Hotel checken. Anscheinend hat sich ein Gast beschwert oder so. Gesundheitsamt, mir egal, soll der kommen. Es Die wird können mir nichts zugemacht. anhaben. Alles tippitoppi. Ja, wir gucken mal, wir gucken mal. Und das ist definitiv nicht dein Hotel hier. Niemals! Okay, Epic, wir warten ab, bis das Gesundheitsamt kommt und dann wird es 100% geschlossen. Und wir können ja auch mal fragen, wie lange dauert denn das? Hast du irgendwas bekommen? Also ich habe gerade einen Anruf bekommen, er ist gleich da. Okay, oh, das wird so nice. Ich hoffe, alles wird so ablaufen, wie es ablaufen wird. Kommt er dann von hier irgendwo angelaufen? Da ist er, hallo, Herr Gesundheitsamt. Entschuldigen Sie, hallöchen, hallo, wir sind Katha und Epic, das ist unser Hotel. Ja, wir haben Sie nicht gerufen, aber wir begleiten Sie gerne. Hallo Katha, sehr gut. Ja, schön, Sie kennenzulernen und wir zeigen Ihnen gleich mal das Problem in unserer Nähe. Danke. Ja, kommen Sie mal mit. Okay, Epic, wir müssen jetzt auf jeden Fall richtig gut rüberkommen. Ja. Und das komische Dreckshotel? Hä? Was ist da denn Das los? besteht ja komplett aus Stein. Wo ist die Erde hin? Moment mal, entschuldigen Sie, da vorne ist das Hotel, aber das sah vor 2 Stunden nicht so aus. Das ist ja interessant. Wie schön, oha. Oh, Was soll Epic. das denn? Hat er es Der hat umgebaut? es umgebaut. Oh, in letzter In letzter Sekunde. Sekunde, da steht er. Hey, Moment mal, du hast hier. Hallo.
Du hast es hier umgebaut. Mein Hotel ist tippitoppi. Ich habe es euch ja gesagt. Ja, das gucken wir mal. Wir bekleiden das Gesundheitsamt mal rein, würde ich sagen. Und zeigen denen mal die Zustände, die da drin herrschen. Tolles Hotel. Ich muss es dennoch checken. Okay, kommen Sie mal mit, kommen Sie mal mit. Also, wie gesagt, hier sind Ratten teilweise. Wir haben hier Gestank wahrgenommen. Andere Dinge. Das Auto ist auch nicht mehr drin, Epic. Der hat hier echt aufgeräumt. Okay, aber Sie müssen mal schauen. Es sind einfach keine Möbel mehr drin. Das geht doch nicht in einem Hotel. Auch als Gesundheitsamt müssen Sie doch sagen, das geht nicht. Keine Möbel und das ist kein Problem. Oh, und hier sind bestimmt irgendwo noch Spinnenweben. Hier waren noch Spinnenweben. Es gefällt mir. Spinnenweben? Er hat sogar die Gläser hier repariert. Epic, er wusste zu 100%, dass er da was machen wird. Das stimmt. Oh, so eine Sauberkeit sieht man selten. Was soll das denn bedeuten? Okay, wir gucken mal ganz kurz noch auf der Terrasse. Vielleicht sehen wir da noch irgendwas. Das ist alles gut, Epic. Das ist ganz und gar nicht gut. Schauen Sie da nicht so hin. Das sah eigentlich wirklich, das sah anders aus. Das ganze Hotel, 10 von 10 sauber, muss ich sagen. Glauben Sie uns, vor 2 Stunden das Hotel war die reinste Dreckstelle. Sogar der Müll ist leer. Okay, aber die Küche ist katastrophal. Wow, ich bin echt beeindruckt. Oh, Epic, ich glaube, der wird das Was hier nicht schließen. Was ist da los? Auf keinen Fall. Schauen Sie mal, die Küche da, unter der Treppe, das ist ja auch eklig. Hier ist auch alles. Gucken Sie in den Kühlschrank. Das ist doch widerlich. Wer hat denn hier gebratene Ratten und verrottetes Fleisch und alles? Oh, er guckt sich das ganz genau an. Ja, schauen Sie mal da ja durch. Gucken Sie mal, was Sie da für Bakterien finden. Ekelhaft ist das. Ekelhaft. Oh weia. Ja, oh weia. Das kann man doch niemandem. Sie müssen sich vorstellen, das wurde mir zum Essen angeboten. Okay, das gibt Abzüge. Sehr gut. Okay, aber das ist ja schon sehr schlimm, oder? Das ist ja nicht wie eine vergammelte Karotte oder eine vergammelte Gurke. Ich meine, das sind gekochte Ratten. Der verkauft hier zum Essen gekochte Ratten und verrottetes Fleisch. Das Hotel bekommt final 9 von 10 Punkten und ist damit eines der besten. Bin sehr beeindruckt. Ja, aber die Ratten, sie können doch nicht einfach sagen, einen Punkt Abzug wegen gekochten Ratten? Nur ein Punkt? Moment mal. Hey, und eine Verwarnung oder irgendwas? Also, das muss doch Konsequenzen haben. Eine kleine Verwarnung gibt es. Das müssen Sie ihm dann ja mal sagen. Ja, was ist da denn jetzt los? Oh nein, 9 von 10 Punkten, das geht gar nicht. 9 von 10 Punkten plus kleine Verwarnung. Oh, das Gesundheitsamt kann mir gar nichts. Verwarnung, kein Problem, Hauptsache mein Hotel bleibt. Epic, ich glaube, das hat alles irgendwie nicht so viel gebracht, muss ich sagen. Und er geht noch ergänzen, ab 100 kleinen Verwarnungen gibt es eine große Verwarnung, also kein Problem. 100 kleine Verwarnungen, das habe ich mir beim Gesundheitsamt anders vorgestellt. Ich dachte, eine Verwarnung ist schon sehr, sehr stark, vor allen Dingen, ja, beim Essen, das kann doch nicht sein. Okay, 100 kleine Verwarnungen, eine große Verwarnung. Das heißt, er hat echt einen großen Puffer. So, Katha, jetzt ist dein Hotel dran. Bitte zeige mir alles. Epic, der will unser Hotel sehen. Wir haben doch nur für das andere. Unser Hotel ist jetzt... Das war gar nicht so geplant. Das ist nicht... Wir hatten... Der hat sich vorbereitet darauf. Guck mal, er geht zu der Eismaschine. Die sieht nicht so gut. Die wurden lange nicht mehr gereinigt. Oh Gott. Aber entschuldigen Sie, Sie müssen doch das an... Was ist das? Sie müssen das doch schon ankündigen. Alles verklebt. Jetzt entschuldigen Sie mal ganz kurz. Paar Ungeziefer. Hier ist kein Ungeziefer. Gar nichts. Mich. Ja, wir haben hier leider keinen Arbeiter, der das macht. Das muss zu. Nein, 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 nein. Ich meine, ja, das muss zu. Okay, wir können Ihnen gern unser Hotel zeigen. Eis darf nicht verkauft werden. Oh Gott, Epic, wenn der jetzt bei uns rummeckert. Der hat unsere Eisdiele schon zugemacht. Und bei ihm ist es eine kleine Verwarnung? Hä? Das ist mir so ein Fies. Okay, aber bei uns ist eigentlich alles gut. Wir haben weder irgendwie viel Dreck, wir haben nette Gäste, hier ist es
sauber. Die 100 Sterne. 100 Sterne. Natürlich haben wir hier keine komischen Sachen. Und er will jetzt, glaube ich, zur Küche, Epic. Oh nein, aber das ist alles super eigentlich. Warum sind hier Ratten? Die Ratten greifen mich an! Hilfe! Um Gottes Willen, die Ratten! Die Ratten, warum sind hier Ratten, Epic? Ratten, 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 was Ratten! Was ist da los? Sind das welche? Sogar der gesund. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Hey! Er baut sich hoch. Ich mach die Ratten weg, ich mach die Ratten weg, ich mach die Ratten weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, die müssen hier alle weg, das sind so viele! Oh Gott! Hilfe! Hilfe! Oh Gott! Ratten, Rattenfleisch! Oh Gott! Und was ist denn hier los? So viele Ratten gewesen. Entschuldigen Sie, alle Ratten sind weg. Das ist normalerweise nicht der Fall. Ich höre immer noch Ratten, Epic. Ich weiß nicht, wo die sind. Was sind da los? Entschuldigung. Normalerweise sind hier keine Ratten. So, das war's. Die Küche wird dicht gemacht? Nein. Nein, nein, nein. Normalerweise ist es nicht so versprochen. Wir haben eigentlich keine Ratten. Wir haben... Alles ist super bei uns. Wir haben 100 Sterne. Ich höre irgendwo Mäuse noch, Epic. Ich sag's dir, wie es ist. Das ist normalerweise wirklich nicht so versprochen. Sie können hier nichts zumachen. Bitte. Bitte. Das ist... Wir haben gerade 100 Sterne bekommen. 1 von 10 Punkten. Sie haben dem anderen 9 von 10 Punkten gegeben. Bei uns ist... Okay, ich glaube, ich kann hier eigentlich nicht diskutieren. Es wird nur noch schlimmer. Wahrscheinlich werden sie sauer auf uns. Nehmt euch ein Beispiel an eurem Nachbarn. Okay, das heißt, unsere Küche ist zu. Was sind da los? Und unser Eisladen. Ist auch zu. Ich dachte, das ganze Hotel von ihm wird zugemacht, aber jetzt ist unser Hotel das Problem. Das er macht Absperrband hin. Nee. Das war's. Wir haben alles dicht gemacht. Oh nein. Und hier vorne ist auch zugemacht. Okay, ich habe mir das wirklich ganz anders vorgestellt. Aber bekommen wir trotzdem auch nur eine Verwarnung? Wahrscheinlich müssen wir halt irgendwelche Gesundheitsstandards jetzt einhalten, bis wir das wieder aufmachen können, ne? Okay, okay, das bekomme ich schon hin. Und er wirft mir ein Buch zu. Okay, Kata Hotel 1 von 10, Küche zu, Eis zu. Dankeschön. Okay, wir werden gucken. Schön, dass wir das auf jeden Fall bessern, damit dann wieder hier alles aufgemacht werden kann. Epic, wir haben 3 Tage Zeit gehabt. Wir haben 2 Tage verplempert. Das es klappt stimmt. Nicht. Er hat jetzt sogar sein Hotel schöner gemacht. Das ist jetzt aus Stein. Das hat 8 Punkte mehr als unseres. Ja, wohl das so. Also, das hat ja nicht mal Zimmer, richtiger. Ja, ich verstehe es nicht. Nö, gar nichts. Oh Gott. Okay, das bedeutet, wir haben noch einen einzelnen Tag. Wir müssen gucken. Wenn wir das nicht klären, vielleicht klären wir es auch. Aber der meinte ja, wenn wir es irgendwie klären, weil er hat ja sozusagen jetzt unsere Garage und unseren Wasserpark gekauft. Stell dir Grundstücke. Mal vor, er upgradet sein Hotel noch weiter. Dann ist es bald kein 1-Dollar-Hotel mehr, sondern wenn es komplett 2 Dollar. Besteht, dann ist es ein 5-Millionen-Hotel und es passt halt unseres. Ja, und vor allen Dingen müssen wir halt gucken, dass wir unsere Grundstücke wiederbekommen. Und er meinte ja immer, der einzige Deal wäre der Eintausch gegen unser Hotel. Macht gar keinen Sinn, dass wir das jemals machen. Aber beim nächsten Mal müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Also wenn ihr eine Idee habt, entweder wie wir es schließen lassen können oder wie wir uns mit ihm einigen können, schreibt es unbedingt in die Kommentare. Wir könnten, ja, aber ich glaube, dann machen wir uns strafbar damit. Ich glaube, das ist nicht so gut. Wir sollten schon einen guten Weg finden, irgendwie das zu klären. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.